Hallo Ali und herzlich willkommen. Ich werde heute mal einen Milchshake machen. Ich nenne den immer Power Shake. Da kommen Wachteleier, Flohsamenschalen, Banane und Milch und eventuell zum Süßen noch etwas Agavendicksaft oder Honig mit bei. Ich werde heute 2 Gläser davon machen. Dafür nehme ich 1/2 Liter laktosefreie Milch. Dann habe ich hier 12 ganz frische Wachteleier, 2 Bananen, die sind nicht mehr ganz so frisch, aber das darf ruhig so sein, die können ruhig sehr reif sein, dann haben sie eine schöne Süße. Zur Not gebe ich dann, falls sie doch nicht süß genug sind, noch ein bisschen Agavendicksaft bzw. Honig dabei. Dann kann man auch noch ein paar Tröpfchen Limette reinmachen, wenn man es gerne etwas säuern möchte. Ja, und dann habe ich hier vorne noch meine Flohsamenschalen, meine Schere für die Wachteleier, das ist wirklich sehr komfortabel, die damit aufzumachen, ein paar Trinkhalme, ja, und dann kann es schon losgehen. Als erstes schneide ich mir dann wieder meine Wachteleichen auf. Ich gebe die hier erstmal alle in ein Glas. Mit dieser kleinen Schere geht das wirklich hervorragend. Als nächstes pelle ich mir dann die Banane. Ja, die darf wirklich ruhig richtig doll reif sein. Dann schneide ich mir die Banane so ein bisschen grob vor. Dann gebe ich als erstes die Banane in den Mixer. Dann gebe ich die Eichen dazu. Die Flohsamenschalen und die Milch. Ja, man kann auch Buttermilch nehmen, wenn man Fan von Buttermilch ist. Ich mag das nicht so sehr. Ich nehme da lieber laktosefreie Milch. So, Deckel drauf und dann kann es losgehen. So, wenn das einmal gut durchgemixt ist, dann kann man einfach mal mit einem Löffelchen kurz abkosten, abschmecken. Sehr lecker. Ich brauche da heute keinen Honig, ich mache aber noch ein paar kleine Spritzer Limettensaft damit bei. So, dann lasse ich es noch einmal durchrühren und dann kann auch serviert werden. Ich habe da jetzt noch ein Stückchen Banane mit zugegeben und so ein kleines lustiges Schirmchen damit oben auf. Das sieht immer ganz nett aus. Ja, so sieht mein Frühstück dann heute aus. Es ist wirklich lecker, ich liebe das. Die Banane ist wunderbar, die gibt Energie. Die Aminosäuren von den Wachteleiern sind absolut gesundheitsfördernd. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, und dann noch ein Spritzer Limette damit bei. Kleine Stückchen Banane und so ein lustiges Schirmchen machen das Ganze immer noch mal ein bisschen optisch netter. Ich werde das jetzt so zum Frühstück verzehren. Wer es nachmachen will, wird begeistert sein. Es ist so einfach, es ist so lecker und es ist wirklich auch preiswert. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Einen guten Appetit und bis bald. Tschüss.